Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo, hier ist Bettina. Herzlich willkommen zu deiner Yin-Chin-Jutsu-Podcast-Zeit. Neben den neuen Folgen, die ich immer für euch aufnehme, haben wir beschlossen, jetzt auch regelmäßig eure Lieblingsaufzeichnungen, eure Lieblingsfolgen auszuspielen. Danach habt ihr ein großes Bedürfnis und dem kommen wir von Herzen gerne nach. Die Folgen liegen schon länger zurück und es ist vielleicht, naja, für die Neuen sowieso super interessant, was eure Lieblingsfolgen sind. Und für diejenigen von euch, die vielleicht vor einem Jahr oder noch länger schon einmal gehört haben, ist das ja mega spannend zu gucken, wie hat sich mein Leben verändert, wie schaue ich jetzt auf dieses Thema. Also die Neuen sind herzlich eingeladen, diese tollen Folgen zu genießen und die schon länger dabei sind, nehmt euch in Ruhe Zeit, einmal zu reflektieren, wie ist das heute mit dir und deinem Yin-Chin-Jutsu, wenn du dran geblieben bist, was hat sich alles verändert. Viel Spaß dabei wünsche ich euch von ganzem Herzen und es ist mir eine Freude, euch weiterhin so intensiv begleiten zu können. Es ist wieder Zeit für ein wundervolles Gespräch in der Rubrik Mutmachgeschichte und ich habe heute Manuela als Gästin eingeladen und wir plaudern ein bisschen darüber, wie ihr ganz besonderer Weg zum Yin-Chin-Jutsu gewesen ist und was sie am Yin-Chin-Jutsu besonders berührt. Und so wie ihr es schon gewohnt seid, entstehen daraus immer sehr, sehr schöne Geschichten. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Manuela, und danke schon mal, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf, Bettina. Also ich liebe den Podcast sehr und deswegen freut mich das total, dass ich also hier mit meiner Geschichte vielleicht irgendwen inspirieren kann, auch sich weiter zu berühren und vielleicht auch am Ball zu bleiben. Ja, deswegen freut mich das sehr, hier sein zu dürfen. Ja, wir beide haben uns jetzt richtig mal persönlich in den Intensivwochen zum ersten Mal wirklich berührt, haben uns aber schon einige Zeit vorher voneinander berühren lassen und uns miteinander mit Yin-Chin-Jutsu entwickelt in unseren Online-Formaten. Und so ist jetzt meine Sehnsucht entstanden, Manuela wirklich auch das einzutüten und sie wirklich einzuladen zu dem Podcast. Und ja, als erstes ist meine Frage immer, liebe Manuela, wie kommt das, dass wir beide hier zusammen sitzen und über Yin-Chin-Jutsu sprechen? Wenn du magst, erzähl uns doch ein bisschen, wie lange kennst du es, wieso kennen wir uns persönlich und so weiter. Ja, das mache ich gerne. Und zwar habe ich heute mal nachgeschaut, also mein Buch im Regal, mit dem ich angefangen habe, oder besser gesagt, was ja in mein Leben gepoltert ist, ist seit 2002, also jetzt mittlerweile dann schon 22 Jahre. Es ist alt, es hat schon vergilbte Seiten und ich liebe es. Ja, und also wie gesagt, vor 22 Jahren kam dieses Buch in mein Leben und ich habe dann auch ein klein bisschen rumprobiert. Da sind ja dann auch schon kleine Sachen auch beschrieben und habe probiert und musste dann aber merken, das ist gewaltig. Und habe dann leider dieses Buch auch wieder in den Schrank gestellt, weil ich ein klein bisschen Ehrfurcht auch bekommen habe von dieser Energie, die da war. Denn die sagte mir ganz klar, du musst was ändern. Ja, und insofern das Buch wieder weggestellt. Um die Änderung kam ich nicht umhin. Also es war dann nachher trotzdem eine Trennung im Feld. Aber gut, so ging mein Leben dann weiter. Und dann war es nachher, als dann Yin-Chin-Jutsu wieder in mein Leben kam, war es 2021 und ihr hattet dann aufgrund der Corona-Krise ja dann diese Online-Formate ins Leben gerufen und ich durfte an der Sommerakademie teilnehmen. Und das war so schön, weil da ja wirklich dann auch jeden Morgen von Pascal diese Mudras angeleitet wurden und ja, das ging dann halt 3 Wochen.
Wir hatten dann die unterschiedlichen Ebenen auch im Jin-Shun-Jutsu: Erkenntnis, Verständnis und Umsetzung. Und was da wirklich an, ja, an Arbeit passiert ist in mir, das hat mich so tief beeindruckt. Und ich habe mich auch wirklich halt durch dieses Kurskonzept so an die Hand genommen gefühlt und so gut durchgeleitet. Ja, und dann war es wieder vorbei mit diesem Kurs. Und trotzdem wirkt es immer nach. Und ich habe auch diesen Hauptzentralstrom dann wirklich nachher immer regelmäßig gemacht. Und trotzdem dauerte es dann immer noch wieder eine Zeit, dass wir uns dann getroffen haben. ja, so dass ich dann also nachher 2000, jetzt muss ich mal kurz schauen, auf, ja, 2021, nee, war dieser Sommerkurs, und dann 2023 war es so, dass ich halt wirklich nach einer großen Erschöpfung, resultiert auch aus einer Trennungserfahrung, die mich da wirklich auch viel Kraft gekostet hat, gedacht habe, so kann es nicht bleiben. Irgendwie musst du wieder in die Kraft kommen. Und habe dann ja, mich nachher für den Jahreskurs angemeldet. Und ja, weil das dann wahrscheinlich nicht gereicht hat, gab es dann nachher auch das Angebot, die Ausbildung zu machen. Und da habe ich einfach ja gesagt. Ich konnte gar nicht zögern. Ja, und nun haben wir uns dann auch noch live in Neuschönau bei der Intensivwoche getroffen. Also ja, ich würde sagen, Jin-Shin-Jutsu ist jetzt in meinem Leben angekommen. Und ja, das war mein Versprechen an mich. Ich lasse mich auch nicht mehr los. Ne? Genau. Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, was du gerade sagst. Wir können ja die super Angebote machen, ja. Diese Sache, jetzt lasse ich mich nicht mehr los, an diesen Punkt zu kommen. Und manchmal braucht es eben so ein paar Steps und weißt du, wie so eine kleine Schnecke und dann zieht man den Kopf nochmal wieder ein und dann geht man aber wieder ein bisschen und irgendwann ist es aber genau der richtige Moment. Und dann passt irgendwie alles. Und dann passen irgendwie auf einmal auch die Angebote. Sag doch mal, wie war das dann in dem Jin-Shin-Jitsu Lernen, also in diesem Jahreskurs? Da gab es ja auf einmal dann diese engmaschige Begleitung. Also im Unterschied zu, man macht einen Kurs oder man macht die Sommerakademie und hinterher ist man aber wieder alleine. So, was war da für dich die Unterstützung? Oder magst du das mal für die Menschen, die das noch nicht kennen, vielleicht mal beschreiben, was der Unterschied ist? Ja, Also erstmal ist es so, dass man ja wirklich häppchenweise durch die Energieschlösser durchgeleitet wird. Also man hat wirklich so viel Zeit, eigentlich einen ganzen Monat, um ein Modul durchzuarbeiten. Das heißt, man kann sich das wirklich so einteilen, wie man es braucht. Man hat kleine Wake-ups zu den Energieschlössern, die man da dann auch wirklich nutzen kann, die einem wirklich so einen Impuls für den Tag setzen. Man hat eine WhatsApp-Gruppe, die auch wirklich dann durch viele Teilnehmer, die auch sehr rege sind, ich war eher mehr die stille Mitleserin, aber trotzdem dieser Austausch, der da passiert, das ist so förderlich und jeden Tag freut man sich auch, wenn man sieht, da sind wieder Nachrichten eingegangen, ne? Also wie gesagt, als Mitleserin. und ja, dann halt auch immer diese Q&As, da haben wir ja dann quasi im Monat zwei Q&As, wo wir dann auch wirklich die Fragen stellen können. Also man ist wirklich nicht alleine mit seinen, also ich muss sagen, es ist ja nicht immer Wellness, Jin-Shin-Jutsu. Das muss man auch wirklich einfach sagen. Man geht da auf eine Reise zu sich selbst. Und da kommen natürlich auch Sachen hoch. Also bei mir war es auch wirklich, dass gleich am Anfang Energieschloss Nummer 1 hat gesagt, da bin ich, ne? Also Schritte für dich gehen, das ist doch dein Thema. Jetzt kommst du nicht umhin. Und wenn man da dann einfach auch wirklich Fragen stellen kann und halt durch dich dann, Bettina, meist in den Q&As das dann auch beantwortet kriegt, diese Irritationen dann also schnell wieder auch in die Beruhigung kommen können, das ist wirklich so, so wertvoll. Und dadurch bleibt man am Ball, ne? Auch dann die E-Mails, die ja dann immer zur Erinnerung kommen und vorher auch abfragen, gibt es irgendwelche Fragen zu Themen, die ihr einbringen wollt und so. Das ist halt wirklich so schön, dass man so mitgenommen wird und trotz des stressigen Alltags, den man ja oft dann auch hat, aber trotzdem irgendwie, ja, immer ein Zeitfenster dafür auch freiräumen mag, Das ja, ist weil man sich schön, dass freut.
Das ist so schön, das zu hören, weil wir können natürlich, wie gesagt, dieses Buffet anbieten, aber ihr als Teilnehmerin und Teilnehmer, ihr seid die, die entscheiden, wie ist es denn, ich weiß ja, du bist Mutter, du bist berufstätig, warst du überfordert oder wie würdest du sagen, wie war das Maß an Angebot und ja, Zeit, die du mit Jenschen hierzu dann pro Monat verbracht hast, hat es dich... War das ungefähr ausgeglichen für dich oder hat es dich auch gestresst? Manche fragen immer, ich bin berufstätig, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit noch nebenbei, so etwas zu lernen. Wie war das für dich? Du bist da ja eine gute Gesprächspartnerin. Ja, also ich bin Mutter mittlerweile von einem 21-jährigen Sohn. Das heißt, der braucht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit. Aber ich bin auch alleinerziehende Hundemutter, muss ich sagen. Und er ist noch recht jung und hat natürlich auch so seine Herausforderungen. Und insofern ist mein Alltag schon auch immer ein klein bisschen stressig, das stimmt. Und es ist mir aber wirklich nicht schwer gefallen. Und für mich sind eigentlich diese Momente, wenn ich nachts mal nicht schlafen kann, jetzt mittlerweile so goldige Momente, weil ich dann einfach weiß, okay, jetzt höre ich in mich rein, wo braucht's Unterstützung? Und dann nutze ich einfach diese Momente. Und natürlich habe ich am Abend mir dann auch oft die Entscheidung halt gegönnt, mal zu sagen, so und jetzt 20 Minuten für mich. Aber auch das ist wirklich dann so eine Bereicherung, dass man diese Entscheidung für sich trifft. Und ja, man muss ja auch sagen, wo verbringt man die sonst vielleicht? Einfach im Fernsehen oder vor dem Fernseher oder Social Media und tut einem das wirklich gut? Da kann man sich dann ja auch selber noch mal hinterfragen. Also meine Entscheidung war, nein, das tut mir nicht gut, weil auch wenn ich irgendwo da schaue, vergleiche ich mich immer mit diesem Content, der da ist. Und wie es beim Vergleichen so ist, man schneidet ja immer schlecht ab. Und so habe ich mir dann halt diese Entscheidung gegönnt, zu sagen, so, diese 20 Minuten sind für mich und ich komme bei mir an. Und das ist wirklich dann, ja, Ruhe, die einkehrt. Ich bin mit meinem Körper verbunden und auch mit meinen Gedanken. Und das ist so, ja, toll, heilsam einfach. Man irgendwie dann nicht mehr lassen, sozusagen. Das ist dann so wirklich so ein bisschen wie so selbstverständlich wie Zähne putzen, wie atmen. Das ist dann gar nicht mehr irgendwas Besonderes. Jetzt muss ich mich aber mal strömen oder so, sondern das zieht irgendwie ein. Und dann bist du also durch alle Energieschlösser gereist, hast diese Ebenen kennengelernt, ganz viel immer über den Brunnen gesprochen und so weiter, hast deine Erfahrung gemacht. So, und wie ist es dann passiert? Das ist ja in sich rund so, ne? Und dann Ja. gibt es die Möglichkeit, okay, für die Selbsthilfe, für jeden selbst reicht es. Aber irgendwas in dir hat dich irgendwie wachgeküsst, vielleicht auch noch, da so einen Schritt zu gehen in die Ja. Ausbildung und das vielleicht irgendwann auch mal mit anderen Menschen zu teilen. Erzähl mal, wie ist das dann passiert? Genau, ja, also die Ausbildung, das war wirklich so, das Angebot kam und ich habe eigentlich gedacht, ja, also du hast jetzt zwar schon die Energieschlösser kennengelernt, aber trotzdem so diese Tiefe. Also man merkt einfach, wenn man sich anfängt zu beschäftigen und sei es auch bloß mit dem Finger halten oder so, ne, dann merkt man einfach, was da noch alles so an Potenzial auch in dieser Heilmöglichkeit verborgen ist. Und da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich Wissen davon nicht erschließen kann. Und wieso willst du das jetzt auch quasi vorbeiziehen lassen? Du möchtest einfach mit dabei sein. Ja, und dann sind wir ja jetzt so eine tolle Truppe von Oder 42 Frauen. Ja, und das unglaublich. ist ja total schön. Und ja, und auch da wieder so dieses an die Hand genommen werden, dass man wirklich auch wieder für einen Block und eine Tiefe, die es dann ja ist und betrifft, dass man da dann auch wirklich so schöne Formate hat, dass die Wochenenden aufgezeichnet werden. Also man kann sich zu jeder Zeit immer wieder alles nochmal anschauen. Und ja, man hat auch wie beim Jahreskurs die Community-Treffen, wo man halt auch noch mal miteinander spricht. Und ja, das ist einfach, ja, es ist schön. Und was sich dadurch alles getan hat, ist noch mal unglaublicher. Insofern,
Für dich persönlich und wie ist es denn für dich im Verbund? Wie ist das? Erzähl mal auf einmal jetzt praktisch europaweit irgendwie mit Frauen zusammen, die so ein, wie ist das? Also ihr seid ja so eine tolle Truppe, die sich da gefunden hat. Wie ist das für dich? Erzähl mal. Ja, das ist auch total schön, weil man ansonsten ja gar nicht mit denen, also ich vielleicht noch einfach, wo komme ich her? Ich wohne in Neubrandenburg. Das ist ein schönes Städtchen, das drittgrößte in Mecklenburg-Vorpommern. Und man muss sagen, einfach in meinem Umfeld sind die Angebote für Jinjinjutsu eher klein. Und ansonsten wäre ich ja nie wirklich auch mit Leuten in Berührung gekommen, wenn die Möglichkeit, das online zu besuchen, gar nicht, wenn es die gar nicht gegeben hätte, wäre es für mich wirklich umständlich geworden. Und insofern freut es mich wirklich, wenn wir dann unsere Treffen haben und wir dann vielleicht auch an so einem Wochenende in diesen Gruppenarbeiten sind. Und beim letzten Mal war ich doch irgendwo in Baden-Württemberg, ne? Da war ich auf einmal dann mit den Teilnehmerinnen zusammen und wir haben so schön geplauscht und so. Und das ist so bereichernd auch und zu sehen, dass uns dieselben Themen umtreiben und dass wir auch so in dem gleichen Rhythmus wachsen. Das ist auch so schön. Ja. Und auch in der Intensivwoche haben wir uns ja dann auch wirklich, ich glaube, wir waren 6 Teilnehmerinnen auch aus der Ausbildung und haben uns da schon auch mal live gesehen. Ansonsten werden wir uns ja im Juni dann nochmal in Hamburg live treffen zu einem Wochenende, wo ich mich total drauf freue. Und ja, uns da halt einfach so zu sehen. Und da war ja auch eine Teilnehmerin auch aus der Schweiz angereist und so. Und es war aber auch wirklich durch diese Treffen, die wir sonst im Online-Format haben, man kannte sich. Also es war wirklich keine Entfremdung oder irgendwie so da, sondern es war wirklich gleich so ein herzlicher Verbund. Ja, so dass wir halt jetzt auch danach noch in Kontakt sind, auch nach dieser Intensivwoche und ja, das schweißt einfach ganz doll zusammen. Und man ist so froh, dass man auch immer mit seinem Anliegen sich platzieren kann. Wie geht's dir damit? Was Ja. ist so? Ja. Und das ist toll. Das ist ganz wunderbar. Es waren ja jetzt auch auf der Intensivwoche zwei Frauen, die kennen uns noch aus dieser alten Zeit, wo wir eben überhaupt nicht online irgendetwas angeboten haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Dann war das wirklich so, dass dieser Jahreskurs, das waren 3 Wochenenden. Das heißt, sind die Leute dann gekommen, dann hat man ein Wochenende miteinander verbracht, sehr konzentriert, sehr, sehr viel Information. Das war natürlich nichts aufgezeichnet, gar nichts. Das heißt, du hast dann probiert, dir das alles zu merken. Und wir haben natürlich mit dieser Fülle von Wissen, was so aus uns raussprudelt, das natürlich auch irgendwie verschenkt und rausgegeben. Aber es entstand natürlich auch an so einem Wochenende. Und wenn du dich dann 4 Monate später wieder siehst und dann nochmal 9 Monate später, da ist ja überhaupt nicht dieser Verbund, wie es jetzt ist. Und das merkt man schon. Und es ist natürlich eine gewisse Einschränkung. Also so regelmäßig zu studieren oder regelmäßig Fragen zu stellen, das konnten wir eben auch gar nicht anbieten. Und das war jetzt auch aus Sicht der Reisen ist das ja Wahnsinn. Also, wenn du dann immer für ein Wochenende nach Hamburg gemusst hättest oder für einen Abend, das geht einfach logistisch gar nicht. Insofern finde ich auch, hat das ein, ist dann dieses persönliche Treffen, ist dann irgendwie das i-Tüpfelchen sozusagen, Ja, aber auch schon genau. einen sehr, sehr guten Boden, weil man einfach schon so viel sich gemeinsam entwickelt. Das finde ich eben auch. Alle starten irgendwie mit der gleichen Sehnsucht und entwickeln sich irgendwie miteinander. Und es gibt nicht die Fortgeschrittenen oder die super tollen Jinjinjutsu-Cracks, sondern jeder arbeitet mit sich da, wo er gerade ist. Und man hat mal eine bessere Phase und mal. Ja, manchmal wird man wieder mal vom Leben ein bisschen gebeutelt, aber dann hat man eben das Handwerkszeug, ja, vielleicht in dieser Situation anders damit umzugehen. Und dieses, ja, dieses Geschenk, auch für mich nach 35 Jahren, diese Freude zu sehen, wie die Menschen sich mit ihren Schritten zu verändern, auch du zum Beispiel, ja, wie du dich verändert hast. Wie du jetzt anders aussiehst, wie du anders strahlst, wie du anders sprichst, das sind ja zuerst die inneren Veränderungen, die dann von innen nach außen strahlen. Das ist ja, im Jin Shin Jitsu geht es ja nicht darum,
Ja, etwas, was einem nicht gefällt, wegzumachen, sondern den inneren Kern wiederzufinden. Wie ist das bei dir, wenn du sagst, so dein innerer Kern oder das, was dich ausmacht oder was du in diesem Leben vielleicht noch der Welt schenken möchtest, hat das auch mit Jin Shinye zu bei dir sozusagen angeklopft? Wenn ich Ja. das fragen darf, wir sind ja unter uns. Ja, also so ist es wohl. Es hat angeklopft. Und zwar war eigentlich, als ich die Ausbildung begonnen habe, war so meine Idee oder meine Vision, irgendwann vielleicht eine Strömgruppe zu haben, so in der Nähe, so in beschaulicher Runde. Das wäre schön. Mittlerweile ist es so, wir haben ja dann auch die Möglichkeit, uns ja, also auch während der Ausbildung schon ein klein bisschen zu üben und haben da dann auch die Jahrespatienten. Und ja, da ist es auch so, dass wirklich gleich nach dem Modul, wo es hieß, ah ja, jetzt könnten wir einen Jahrespatienten auch nehmen, war es so, dass meine Oma wirklich ja, eine gesundheitliche Beschwerde hatte und ich gleich, ach Oma, du, da können wir vielleicht was machen, ja. Und so ist sie dann halt auch meine Jahrespatientin geworden, was total schön ist, weil wir dadurch auch so in eine ganz andere Verbindung nochmal kommen konnten. Also so intim und nährend würde ich das einfach beschreiben. Das ist so schön. Und ja, und damit hörte es auch nicht auf, sondern es kamen dann halt auch noch Bekannte und Freunde. Und ja, mittlerweile muss ich meine Abende auch gut strukturieren, damit ich dann alles versorge, was auch Bedarf hat und mich selber natürlich darüber auch nicht loslasse, ist ganz klar. Und ja, insofern ist jetzt die Vision auch ein bisschen größer geworden, dass ich sage, ich könnte mir durchaus vorstellen, und so wird es sicherlich auch kommen, dann nachher auch nach bestandener Ausbildung auch mir einen kleinen Raum anzumieten und da dann vielleicht, ja, so kleine Strömfenster anzubieten. Und ja, was ich auch noch jetzt im Moment am Planen bin, ist eine Zusammenarbeit mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da habe ich einfach mal ja, mich vorgewagt und habe gesagt, ich würde ganz gerne nach bestandener Ausbildung auch so kleine Vorträge anbieten. Das ja dann auch online. Und ja, da würde ich ganz gerne dann sowas wie mit Jin zu in die Ferien, wo man halt wirklich so diese Notgriffe einfach vielleicht auch mitnehmen kann und dann schon mal für das Befinden was tun kann oder Jin zu in der Erkältungszeit oder sowas. Na, dass man halt wirklich auch das ja einfach anwendet, ohne Sorge zu haben, sich da zu überfordern oder einfach sich auf den Weg macht und ja, seine Gesundheit so stärken und stützen kann. Und wenn der Weg dann weitergeht, ist es schön. Da würde ich mich natürlich freuen. Aber wenn nicht und wirklich bloß so ein, zwei Quicks vielleicht hängen bleiben und man weiß, okay, ich habe mich verbrannt, dann halte ich die Waden. Ne? Dann ist das doch super, weil ja, was man da auch wirklich dann vielleicht an Zeit spart. Ne? Was die Heilungszeit angeht, ist enorm. Und es hat auch immer mit Berührung zu tun. Ich finde, in unserer Welt ist es so digital und so anonym geworden. Und dieses Berühren und miteinander in Verbindung gehen, das finde ich, ist das Schöne am Jin-Shin-Jutsu, was ich einfach gerne ja, leben und auch gerne mit verbreiten möchte, ja. Ja, das ist ja so interessant, wie das manchmal ist. Ich habe ja doch mit ziemlich vielen Menschen zu tun. Aber als ich dich das erste Mal oder das zweite Mal gesehen habe, noch im Jin-Shin hier zu lernen, und dann wusste ich ja auch über und meine Sekretärin, wo ihr so ungefähr herkommt. Und dann das war irgendwie sofort so ein Herzensgefühl. Ich dachte, ah ja, genau, das wird so ein Strahl nach Mecklenburg-Vorpommern sein. Seit so vielen Jahren gehen wir mit den Intensivwochen ja dahin, aber ich habe ja auch oft Anfragen aus der Region und ich habe einfach niemanden, den ich da empfehlen kann. Und so ist ja das mit dem Jin-Shin Jitsu. Es macht gar keinen Sinn. Deswegen finde ich es auch so toll, was du sagst, betriebliche Gesundheit. Ne? Also es ist immer wichtig, dass man hinterher auch dass man einen Ansprechpartner hat.
Als ich meine Seminare noch in ganz Europa gegeben habe, da war was ganz, ist mal was ganz Eindrückliches passiert. In Thessaloniki habe ich auch einen Kurs gegeben, in vielen Städten in Europa. Nur wenn ich dann wieder weggefahren bin, waren die Menschen vor Ort alleine. Die konnten niemanden fragen, ich halte mir das und das und ich habe die und die Reaktion oder was würdest du mir empfehlen? Und das war so ein Schmerz, als ein Vater irgendwie weinend sagte, ja, aber du gehst ja wieder nach Hamburg zurück. Was mache ich denn jetzt mit meinem kranken Kind? Dass ich mir vorgenommen habe, dass der Schritt, also irgendwo hinzugehen, die Leute zu begeistern, ist ja ganz toll. Nur dann ist die Ort vor Ort, das ist eben Jin Shin Jitsu pur, ne? Ich kann mich hier öffnen, ich kann mich öffnen für diese Kunst. Ich kann das auch alles verstehen, aber es muss auch die Umsetzung muss passieren, damit es wirklich trägt. Also kurzum, als ich dich da gesehen habe, dachte ich, ach, ist ja wunderbar. Das wird irgendwie wahrscheinlich ein Strahl in den Bereich sein. Und so ist es für mich nach 35 Jahren mit Jin Shin Jitsu immer noch. Es ist eben eine Arbeit, was du sagst, die berührt, die trägt, aber teilweise. Wer trägt mich in einem Zustand, der vielleicht gerade nicht stabil ist? Da brauchen wir einfach Menschen, die wirklich sagen, ja, ich trage dich da durch, wenn du in einer Krise bist. Und deswegen finde ich das so toll. Aber ohne die Berührung und das Kennenlernen weiß ich ja nichts von dieser Qualität. Also wenn ich solche Erfahrungen habe, wie ich habe eine Erkältung und halt die drei oder ich habe Halsschmerzen und halt die vier. Das kann eben ein Öffner sein. Aber wir brauchen, wenn wir wirklich tief auch letztendlich das gesamte Gesundheitssystem wandeln wollen, brauchen wir einfach Menschen, die sagen, ja, ich bin da. Wir sind da füreinander und wir sind nicht mehr in einer Opferrolle von Diagnosen und von Krankheiten, sondern wir haben es wirklich in der Hand zu gestalten. Und deswegen finde ich das so, ich weiß einfach, dass es so sein wird. Und ja, das freut mich irgendwie so, wenn die Menschen sich dann, wenn wir uns dann mit ähnlichen Visionen begegnen. Wir werden ja auch irgendwie zusammengeführt. Also daran glaube ich einfach ganz tief, dass diese sechste Tiefe uns dann einfach zusammenbringt, um eine Zeit lang miteinander zu gehen und uns gemeinsam zu entwickeln. Und dann trennen sich die Wege vielleicht wieder. Das sind ja keine verpflichtenden Dinge, sondern das sind so Herzenswege, die man dann ein Stück weit zusammengeht. Das freut mich irgendwie sehr. Das Ja. kann jeder glücklich schätzen, der das Glück hat, dich dann zu treffen. So ist es ja. Ja, also ich bin gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Und ich denke auch, durch die Intensivwoche habe ich da auch noch mal so richtig auch noch mal Erfahrungen gewonnen, wie es auch ist, sich selber strömen zu lassen. Wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt ja das Angebot nicht so groß. Und da dann auch zu erleben, wie fünf Therapeuten auf ihre unterschiedliche Art, aber trotzdem alle so, ja, wirksam auf jeden Fall, aber auch so, ja, heimelig irgendwie umsorgend, einen da aufnehmen und durchtragen auch durch die Woche. Das war, ja, war sehr schön zu bemerken und bestärkt einen dann natürlich auch, das selber, Ja. ja, irgendwo anzuwenden und ja, da ruhig auch ja nicht irgendwie in Ängsten zu verharren, sondern manchmal auch ein bisschen mutig zu sein und zu sagen, ja, also wenn mir jetzt von dem Gegenüber das Ja gegeben wird, dann kann ich das ruhig machen. Ne? Genau. Ja. Toll. Ja, und das ist ja etwas, was wir jetzt auch eben miteinander üben. Das gibt uns ja auch eine Sicherheit. Ne? Das ist natürlich auch ganz neu. Oder das ist das Gute an so einer längeren gemeinsamen Zeit, dass wir das eben sehen. Und manchmal, das ist mir auch ganz lange Zeit so gegangen, habe ich mehr mich orientiert an den anderen, dass ich gesehen habe, wie stark die sich verändern und wie die mutiger und selbstbewusster wurden. Ich fand das von mir gar nicht so. Andere haben das zwar gesagt, aber ich konnte das noch gar nicht fühlen. Aber ich habe mich immer so gefreut, wenn ich gesehen habe, wie die anderen, wenn man sich nach einem Jahr wieder getroffen hat, wie die sich verändert haben. Das hat mir total Mut gegeben. Da habe ich gedacht, boah, cool.
Das möchte ich auch. So toll möchte ich auch mich verändern, obwohl ich das schon längst gemacht habe, aber ich hatte diese Selbstreflexion gar nicht. Ich habe es an mir gar nicht so gemerkt. Und ja, das finde ich das Tolle am Miteinander im Verbund. Das finde ich so eine große Qualität. Und da neben allen Sachen, was man sagen kann, was ja online vielleicht nicht so toll ist, aber das ist wirklich ein absolutes Geschenk, dass wir uns da so nah sein können und das, was den energetischen Austausch, dass der eben null Abbruch hat, dass der überhaupt nicht gemindert wird. Das wusste ich ja auch überhaupt nicht, ob das so geht. Aber ich muss sagen, es potenziert sich in einer Art und Weise. Das ist schon beeindruckend, wenn diese Offenheit da ist und wenn wir ganz ehrlich und liebevoll miteinander sind, was wir ja sind. Das finde ich einfach so schön. Ja, das stimmt, was du sagst. Also dieses gerade, dass sich das so potenziert. Da gibt es ja auch dieses stille Strömen am Sonntag um 11 Uhr. Das ist so toll. Also wer sich da gut im Zeitmanagement aufstellt, der kann vorher schon das Essen vorbereiten, kann sich dann quasi stille strömen und kann dann nachher schön entspannt an den Tisch gehen und kann da also wirklich von profitieren. Das ist wirklich, ja, schön. Ja, Genau. das ist richtig schön. Liebe Manuela, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne. Also, ihr wisst es ja, die, die uns kennen, es gibt auch so eine Möglichkeit über ein Padlet, so nennen wir das, so Orte, Connection, Verbindung. Wir sind da auch dabei, noch was anderes Aufbauendes zu entwickeln. Das werdet ihr alles von uns hören. Also, wenn da ein Stern in Mecklenburg-Vorpommern, ein Dann bin das ich. Therapeutenstern, wisst ihr, es handelt sich hier um Manuela, die ihr in diesem Podcast gehört habt. Das lassen wir euch alles wissen. Ja, also wieder eine Mutmachgeschichte im besten Sinne, wie es sein kann, ein Buch, was noch nicht gewirkt hat, wieder zurücklegen, etwas machen und ganz begeistert sein, aber irgendwas fehlt noch und im richtigen Moment dann zu sagen, so, jetzt bin ich dran und nicht, wenn ich sage, jetzt bin ich dran, nicht gegen die anderen gerichtet, sondern ausschließlich für mich. Und das ist so schön, das immer wieder zu erleben. Ich danke dir ganz doll für dieses Gespräch und sehe Danke dich auch. zum Glück noch ganz oft und ganz viel. Und an euch allen anderen Zuschauer, Zuhörerinnen, ja, lasst es sacken. Schaut einmal, was ihr mit euren Händen noch alles Tolles machen könnt. Es gibt wirklich Welten in Welten und ganz viele wunderbare Dinge zu entdecken. Und es macht Spaß, das gemeinsam zu machen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße zu dir, liebe Manuela, und danke für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jin-Shin-Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.